Herzlich willkommen zur Analysesendung, also News zu Wir 2020, die Basis, Professor Sucharit Bhakti und all den anderen in der Überschrift genannten Personen. Heute eben zum Thema, wie sollen denn die Parteiprogramme aussehen? Und jetzt die Analyse, die kritische Analyse, freuen Sie sich auf scharfe Kritik an dem Reformer Josef Klammer hier zu sehen. Dann hier haben wir die Reformer Economy for Mankind hier. Josef Klammer steht für Natural from Local Sources, also Natürliches aus lokalen Quellen sozusagen. Das bezieht sich auf die Landwirtschaft. Und hier wir von den Next Scientists for Future, die Moderation, die berühmte Moderatorin auch von RT Deutsch und Musikerin Paula Piquet als Ehrengast und Professor Martin Schwab hier von Mitglied die Basis, Juraprofessor. Und hier unten haben wir unten links, ich hoffe, man kann es jetzt lesen gleich. Nee, es ist schwer zu lesen, Herrn Louis Eckenberger vom Orga-Team der Frack-Partei, Freie Argumente Kulturpartei, die nicht den Fehler von die Basis und Wir 2020 machen wollen, dass schon wieder Herr David Claudius Sieber hat gerade in einer Veranstaltung von Landtagswahl Baden-Württemberg von die Basis ganz klar gesagt, dass der größte Fehler der Altparteien darin besteht, dass sie eine sehr enge Vorauswahl von Experten, also Reformern und Experten, zu Rate ziehen. Und da ist dann sozusagen der Einfluss von Lobbyisten sehr groß oder von Lobbyismus generell sehr groß. Und jetzt haben wieder offensichtlich einzelne Personen in die Basis, haben sich entschieden und in Wir 2020, der Parteibasis zu verschweigen, dass es zum Beispiel eindeutige Kooperationsangebote gibt oder Hilfsangebote von den Next Scientists for Future, vom Weltrat, von der Economy for Mankind gibt und so weiter. Und man hat sich intern still und heimlich für bestimmte Experten entschieden, genauso wie die Bundesregierung auch oder für die Altparteien. Die entscheiden sich ebenso still und heimlich für bestimmte Experten und die Experten bestimmen dann die gesamte Linie der Politik, was wir jetzt ja gesehen haben, wie das geht und wie problematisch das dann auch ist, ja. Und diesen Fehler will die Frack-Partei oder das Orga-Team der Frack-Partei nicht machen. Ich habe auch gestern gesprochen, vielleicht ist dann auch Herr Eckenberger oder auch der Doktor der Physik, der bis jetzt bei wir2020.de hervorragende Arbeit in Richtung der freien Argumentekultur und der Demokratie pur sozusagen geleistet hat. Vielleicht gelingt es ja, dass die als Kanzlerkandidat fungieren, wobei dann eben ja in solch einer echten guten Partei, also ich fürchte, dass die Wir 2020 EU und die Basis schon gescheitert sind, weil sie eben schon wieder still und heimlich sozusagen die freie Argumentekultur ausgehebelt haben und ihren Parteimitgliedern die tatsächlich sich anbietenden Experten verschwiegen haben und eigene Experten ausgewählt haben, was ja dann die Linie der Partei von vornherein in eine bestimmte Richtung lenkt. Und meine Analyse des Wahlprogramms war ja dieser beiden Parteien, war ja, dass es sich um Linksradikale, wegen der linksradikalen Experten, sich auch um linksradikale Parteiprogramme handelt, mit einem Schuss Rudolf Steiner Anthroposophie statt Anthropologie und damit diese Parteien schon tot sind wahrscheinlich, fürchte ich, ohne es zu wissen. Jetzt besteht natürlich die Hoffnung, dass Herr Professor Schwab vielleicht in die Partei die Basis nochmal vielleicht neu reinbringt, das, was bisher verschwiegen wurde, nämlich dass die Next Scientists for Future als Reformer ja zur Verfügung stehen für die Basis auch. Ja? Schluck Wasser. Hier unten rechts übrigens erstmal schneller drehen an dem rundlichen Ding, weil ich ja dann doch sehr langsam rede. 1,5 wäre vielleicht sinnvoll für diese Sendung. Ja, und dann
Ganz kurz noch die Erläuterung. Was ist unsere scharfe Kritik, die jetzt kommen wird an einzelnen Stellen dieser Sendung? Was ist bei Herrn Klammer, Natural und Economy for Mankind die grundlegende Kritik? Aber auch an den anderen Teilnehmern. Hier haben wir noch die Bewegung Blau, eine Fastpartei. Hier ist ein Vertreter von wir2020.de. Und wir haben ja bis jetzt beraten, also sozusagen unser Staatscoaching, sozusagen als externe Reformer haben wir wir2020.de beraten und wir sind eben auch einer der externen Berater von vom Orga-Team Frackpartei, ja, Freie Argumente Kulturpartei, die dann also die bessere Basispartei wäre, weil sie es ernst meint mit dem Nicht-Wegfiltern von Experten, weil wenn ich bestimmte Experten wegfiltere und es bleiben zum Beispiel wie geschehen, dann linksradikale Experten übrig, dann wird automatisch die ganze Linie der Partei in Richtung Linksradikalität verschoben und dann ist sie kaputt, ne? Dann ist sie einfach am Ende. Und ja, und insofern ist es der wir2020.de ja natürlich dem Herrn Doktor der Physik von einem Orga-Team dort sehr hoch anzurechnen, dass er hier sozusagen die Economy for Mankind als eher, würde ich sagen, linksradikale Organisation hinzugezogen hat und uns als bodenständige Linke, naturwissenschaftliche, hinzugezogen hat, die wir so ein bisschen fürs Bodenständige und die Bodenhaftung sorgen wollen, ja? Und warum irren sich diese beiden Reformer so extrem? Die Ursache ist immer die gleiche, die mangelnde naturwissenschaftliche Bildung in unserer Gesellschaft. Die ist schrecklich gering, ja, und wir haben also unendliche Wissensmängel. Ich sage jetzt mal nur die Eckpfeiler. Was fehlt eigentlich zentral? Man hat ein völlig falsches Menschenbild, ein völlig falsches Bild von der Evolution der Menschheit und man begreift überhaupt nicht, dass vor 400.000 Jahren wir sehr glücklich und gesund und viel glücklicher und gesünder als heute und auch wahrscheinlich sogar viel länger gelebt haben als heute, wobei das noch unklar ist, ja? Dafür gibt es leider sehr praktisch keine Datenhinweise auf die Altersstruktur vor 400.000 Jahren. Da haben wir gelebt, ich sage es jetzt mal so, wie die 8 Experten, die wir ja insgesamt empfehlen, auch der Frackpartei empfehlen und allen anderen Parteien empfehlen, die richtigen Experten, die keine Linksradikalen, sondern die vernünftigen Experten, die wir empfehlen, berühmte Professoren, die Wirtschaftsweisen und, und. Und da werden einige Experten mit uns teilweise übereinstimmen, dass wir damals vor 400.000 Jahren in urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker-Kommunen sehr glücklich und sehr lange und sehr gesund gelebt haben. Viel besser als heute. Weil wir auch damals schon nicht mehr bedroht waren von Raubtieren. Wir waren viel zu clever und zu viel zu gut technisch zu Fuß. Wir hatten ja Technik schon vor 2,5 Millionen Jahren erfunden. Also da hatten wir schon 2,1 Millionen Jahren Technikbeherrschung und konnten uns wehren. Mit Steinmessern, ja, wahrscheinlich möglicherweise schon Steinäxte oder was auch immer. Da konnten wir jede Raubtiergruppe in die Flucht schlagen. Ja, Schluck Wasser. Und dann kam die große Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung und dann ging es nur noch bergab, weil jetzt plötzlich Gutes tun sich nicht mehr gerechnet hat, sondern für die Tauschhändler war schlechtes Tun vorteilhafter. Also sozusagen jeder Irrtum, der dazu führte, dass es den Bürgern schlechter ging, sie unglücklicher wurden, konsumsüchtiger, kaufsüchtiger wurden oder dass sie unfriedlicher wurden, jede Geschichte, die sie dahin manipulierte, unfriedlicher zu werden, dann kauften sie mehr Waffen, mehr Steinäxte, mehr Frühwaffen, wenn sie so wollen.
Und so kamen dann alle Geißeln der Menschheit in die Welt und wir wurden immer kränker. Und dann zum Beispiel hat dieser Herr Klammer hier, der jetzt gleich, wenn ich ihn laufen lasse, nicht in der Lage sein wird, zu sagen, was er wirklich denkt, dann kommt sein großer Irrtum, aber ich lasse ihn gleich mal laufen und nachher lasse ich dann einige der Irrtümer von Herrn Gastmann laufen. Man hört dann auch Professor, den Ehrengast, Professor Martin Schwab, hört man dann auch seine Frage stellen, zum Beispiel an die Economy for Mankind. Ja? So, und jetzt schauen wir doch mal rein. Gucken Sie mal, jetzt hat der Herr Klammer die Möglichkeit, sein Konzept Natural als Reformer verständlich vorzustellen. Und aus meiner Sicht kommt nur unverständliches Zeug, aber ich sage Ihnen dann, was er wirklich ja eigentlich meint. Von was redet der Mann? Ja, also das ist auch ein Zeichen für mich dieses Bildungsmangels, dass die Leute nicht sagen können, worum es eigentlich geht. Ich habe es jetzt mittlerweile rausgefunden als Ergebnis von Detektivarbeit. Er meint in Wirklichkeit, dass alles, was klein ist, die kleine Landwirtschaft ohne die Großkonzerne, der Retter der Menschheit sei und dass wir dahin zurück müssten, um alle Probleme zu lösen, dann würden wir die wundersamste gesunde Ernährung bekommen. Und das ist sowas von jenseits jeglicher Realität. Das liegt daran, weil ihm eben nicht klar ist, dass vor 40.000 Jahren ungefähr unsere Fehlentwicklung, dass die Händler sozusagen natürlich eine Tendenz entwickelt haben, uns Billigdreck zu verkaufen, weil man damit eine größere Gewinnspanne hat, am besten sogar noch suchterzeugenden Billigdreck zu verkaufen, sozusagen, dass das vor 40.000 Jahren dazu geführt hat, dass dann allmählich zwei Erfindungen relativ parallel aufkamen und gleichzeitig unser Gehirnvolumen, das damals also von vor 4 Millionen Jahren von einem halben Liter Gehirnvolumen auf circa anderthalb Liter gewachsen war, fing es an, wieder um 0,15 Liter runterzuschrumpfen bis heute. Wir sind also in einem Dekadenzprozess, wir sind also in einem Dümmerwerdensprozess. Ja? Und vor 40.000 Jahren, da fing es langsam an mit den Erfindungen von Geldformen, also des Geldes, Schluck Wasser. Und ganz allmählich fing es mit Ackerbau und Viehzucht an. Und so richtig explodierte das Ganze ja dann vor 10.000 Jahren, wo man eindeutig, und man muss ja deswegen 50 Jahre Wissenschaft haben, um wirklich eine richtige naturwissenschaftliche Bildung haben zu können. Manche unserer Professoren sind ja so schon 60 Jahre in der Wissenschaft, ja. Und dass die Wahrheit ist in der Wissenschaft und an den Universitäten sowas wie Körnchen, die manchmal so durchsickern. Und diese Körnchen muss man in der Lage sein, jahrzehntelang aufzusammeln, bis man überhaupt mal Dinge erfährt, die man eigentlich so sonst gar nicht erfährt, ja? Und dann erfährt man eben so Dinge, dass eben vor 10.000 Jahren, als dann Ackerbau und Viehzucht so das große neue Geschäftsmodell wurden, wahrscheinlich auch für die Händler, weil man damit so viel Billigschrott liefern konnte, da wurden die Leute dann schlagartig mickriger, also gesundheitlich, also schwer angeschlagen durch Ackerbau und Viehzucht. Und das waren damals noch keine Großkonzerne, das waren ja Mini-Bauern. Und auch obwohl die da damals wahrscheinlich noch nicht mit Gift ihre Landwirtschaft betrieben haben,
hat es uns doch schon total ruiniert. Wir wurden also einseitig ernährt mit diesem Billigschrott, mit diesem Landwirtschaftsbilligschrott, von diesen kleinen Local Sources, also diesen lokalen Quellen, diesem scheinbar na natürlichen Zeug, was sozusagen, und das zeigt uns, dass die Landwirtschaft selbst an sich schon eine große Bedrohung ist. Also das heißt, dass wir wahrscheinlich zurück müssen zu einer Permakultur mit Ursorten, also dass wir wahrscheinlich so weit wie möglich zurückdenken müssen, dass wir gucken müssen, dass wir wieder eine Nahrung bekommen, die zu unserem Genbestand passt, weil vor 400.000 Jahren, da sind wir einfach durch die Savanne und durch die Baumgegenden gestreift, haben Früchte gesucht, haben all das gegessen, was da natürlich gewachsen ist, ohne eine landwirtschaftliche Verzüchtung, später Gentechnik oder was auch immer, ja. Und diese Verzüchtung, ja, die hat ja das verändert und dann funktioniert möglicherweise ja die Passung gar nicht mehr, ja. Ja, wenn ich eine Frucht zum Beispiel künstlich süßer züchte, als sie von Natur aus ist, kann es sein, dass unsere Verarbeitungsmöglichkeiten für diese Fruchtsüße überfordert werden und wir dann eine Fettleber kriegen oder Diabetes oder was auch immer, ja. Und von daher ist diese Illusion, diese kleinräumige Landwirtschaft sei unser Retter, das sind doch nur Illusionen, ja. Das heißt also, wir wissen doch, dass diese kleinräumige Landwirtschaft uns vor 10.000 Jahren mickriger gemacht hat, den Körperbau verkleinert hat, weil diese Ernährung so schlecht für uns war von diesen kleinen Landwirten, ja, und weil eben sozusagen dann zeitgleich dann auch die großen Seuchen begannen. Wenig später begannen, dann glaube ich auch ungefähr die ersten richtigen Kriege dann, wo die Waffenhändler dann so richtig zum Zuge kamen und ihr Großgeschäft endlich machen konnten nach Jahrhunderttausenden der manipulativen Geschichten in Richtung Kriegstreiberei. Und ja, und das muss man doch alles wissen, damit man sich klar ist, dass es die kleinen Landwirte waren, die dann zuerst Gifte eingesetzt haben und uns dann zusätzlich noch vergiftet haben. Aber dass also jede Form der bisherigen Landwirtschaft schädlich für uns war und dass wir das eigentlich ganz neu denken müssen, Nahrungsversorgung. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir am Endergebnis messen, dass wir mit den Wohlfühlstimmen, den Gesundheitsdaten, den Langlebigkeitsdaten messen, ob ein Supermarkt uns gesundheitsförderliche, zu unserem Genbestand passende Nahrung geliefert hat oder zu uns nicht passende Nahrung, voll mit Glyphosat, mit Giften aller Art und eben so verzüchtet und so verändert und so Monokultur minderwertig angebaut, dass eben für uns das, was da drin ist, für uns nicht mehr passt, ja? Und wenn dann die Markt, Restaurant- und Kioskleiter dann am meisten Verdienstzuschüsse bekommen, wenn die Kunden sich gesünder entwickeln als die bei anderen, dann wird der Einfallsreichtum der gesamten Nahrungsversorgungskette sozusagen dafür sorgen, dass wir vielleicht eine völlig neu gedachte Nahrungsversorgung und Lebensmittelversorgung bekommen, als bisher überhaupt denkbar. Und so ein bisschen zurückgehen zur kleinen lokalen landwirtschaftlichen Versorgungsquellen bringt uns da überhaupt nichts. Aber das sieht man. Man sollte, wenn man keine 50 Jahre naturwissenschaftliche Erfahrung hat, sollte man die Finger vom Reformieren lassen. Also, aber genau das macht natürlich Herr Klammer nicht, sondern mit seiner mangelnden Bildung in Naturwissenschaft sozusagen wagt er sich oder fühlt er sich berufen, als Reformer aufzutreten. Das ist eben auch bei diesen ganzen linksradikalen Reformern, Schluck Wasser.
Das Problem, nämlich, dass sie wirklich denken, sie hätten irgendwas drauf und in Wirklichkeit haben sie nur Unwissen drauf. Ja, und jetzt geht es weiter mit hier der Economy for Mankind und deren Wissensmängeln, die ich jetzt aufdecken möchte und deren Irrtümer ich aufdecken möchte, mal wieder. Ne? Und zwar gehen wir doch mal auf die Stelle 5,23. Moment. Ach so, ich muss das erst laufen lassen, sonst.